kommt schon jemand. Muss nämlich hinten rum, weil die Kinder schon schlafen. Eine relativ günstige, eigentlich sogar die günstigste, die es so zu kaufen gab. Ach! Meine Glatze ist nicht mit drauf, oder? So. Das ist ja halt das Geile bei so einem alten Benz, dass der eigentlich immer anspringt. Und go! Hallo liebe Camperfreunde und herzlich willkommen zu diesem Winter-Update-Video. Die weiteren Aussichten. Es fällt Schnee bis in die Niederungen. Örtlich besteht Glatteisgefahr. Denn ich sitze gerade im MB100 und bin gerade dabei, den so ein bisschen winterfest zu machen. Alle Sachen raus, hier Luftfeuchtigkeit und. Werde ich jetzt kein extra Video drüber machen. Da gibt es unzählige Videos auf YouTube. Das Coole ist, ich habe mir eine Zeltplane bestellt. Eine relativ günstige, eigentlich sogar die günstigste, die es so zu kaufen gab. Mit aber echt guten Bewertungen und ich wollte da tatsächlich ein bisschen Kohle sparen. Und werde es mal drauf ankommen lassen, ob das was bringt. Aufgrund des Leistenbruchs, wie ihr ja auf den anderen Videos schon mitbekommen habt, kann ich die selber nicht drauf machen. Aber nachher kommt noch ein guter Freund von mir, der 2,15 Meter groß ist. Da brauchen wir nicht mal eine Leiter. Und dann schmeißen wir das drüber. Jetzt wollte ich aber vorher noch, bevor ich jetzt auch weiter ausräume, das Auto einmal anschmeißen. Denn ich habe den jetzt ein paar Wochen nicht laufen lassen. Und mal einmal hin und her fahren, dass die Reifen sich nicht platt stellen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt schon mal mit. Denn ich finde es immer super spannend, wenn man dieses Auto anschmeißt. Weil, auch wenn der jetzt schon so lange gestanden hat, ich habe schon mal gecheckt vorhin, die Batterie ist noch gut in Schuss. Ich glaube zwar nicht, dass sie den Winter überleben wird, weil die doch ja schon etwas älter ist. Aber jetzt würde ich sagen, schmeißen wir das Ding an. Dann werde ich den mal zurückfahren, ein bisschen laufen lassen und anschließend alles soweit vorbereiten und warten, dass mein Kollege, wenn der Feierabend hat, dass er kommt, dass wir dann diese Zeltplane einmal drüber bekommen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen operiert am Leistenbruch und es hat jetzt auch dauerhaft geregnet irgendwie die letzten Tage und heute ist es mal einigermaßen trocken, sodass wir heute das echt ausnutzen müssen und die Plane drauf zu schmeißen und dann mal gucken. Aber jetzt starten wir erstmal die Karre und lassen den erstmal eine Runde laufen. So, Schlüssel steckt. Jetzt habe ich hier dieses Ding, das ist sowas wie Schok. Die Fachmänner unter euch werden das kennen, den drehe ich jetzt ein bisschen nach links, dann hat er so ein bisschen mehr Standgas. Also wie gesagt, er stand jetzt wirklich ein paar Wochen. Und jetzt, ich nehme euch direkt live mit, springt er jetzt an oder nicht. Normalerweise tut er das immer. Das ist ja halt das Geile bei so einem alten Benz, dass der eigentlich immer anspringt. Und go. Okay, ein bisschen georgelt hat er. Kann ich das Gas hier mit ein bisschen. So, jetzt lassen wir den mal ein bisschen laufen und ich werde mal die Heizung. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Es ist nämlich jetzt schon gegen Abend. Wir sind nicht mehr ganz so in der Beleuchtung hier. Das ist ja die einzige. Das ist das komplette Heizungsbedienpanel. Luft läuft. Luft strömt. Und ja, jetzt werde ich den erstmal einen Moment laufen lassen und dann gucken wir gleich mal beim Hin- und Zurückfahren. Ich mache jetzt erstmal weiter. Das Aufräumen, Ausräumen, das filme ich jetzt nicht. Und dann gucken wir mal, dass wir nachher die Plane drauf bekommen. Yeah, laber nicht, du wiederholst dich. Irgendwann später. So, da kommt schon jemand. Muss nämlich hinten rum, weil die Kinder schon schlafen. Aber bin ich ja mal gespannt. Moin. Moin, Patrick. Sag mal, hallo YouTube. Hallo YouTube. Du bist auf YouTube jetzt. So, ich würde sagen, wir machen erstmal Kaffee und dann packen wir das Ding aus. Hier ist es schon im Karton. Also lasst mich mal raten, ihr zwei habt euch einen Großbildfernseher bestellt, nur damit ihr in der Schachtel spielen könnt? Nee.
Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Leider schon dunkel. Du hast ja Beleuchtung mit. Ja. Total gut. Und dann gucken wir mal, ob wir zumindest das fertige Ergebnis irgendwie noch präsentieren können bei der Dunkelheit. Weil jetzt gibt's erstmal Kaffee. Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. Meine Glatze ist nicht mit drauf, oder? So. So, jetzt bloß nicht in die Zeltplane schneiden. Live-Aufnahme ist da auch mit anstellen. Ach, guck mal hier, das ist sogar noch in einem extra Karton. Ja, cool. Da ist das Ding. Die Kartons lassen wir hier stehen. Das spielen die Kinder nämlich morgen bestimmt mit. Ist ja immer so, wenn man ein Weihnachtsgeschenk holt und dann spielen die Kinder mit dem Karton. Ja, cool. Dann lassen sie es mal aufs Auto bauen. Ja. Eine Ewigkeit später. So, es sieht doch gut aus, oder? Nicht schön, aber selten. Und jetzt kann erstmal nichts mehr passieren. Wenn es hell ist, können wir das nochmal ein bisschen neu umrichten. War auf jeden Fall ein bisschen komplizierter als gedacht, aber wir haben es hingekriegt. Und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Zum Glück haben wir es nicht gefilmt, wie wir es drauf gemacht haben. Aber immer wenn man denkt, dass es dümmer gar nicht mehr geht. Guckt jetzt zu dieser Zeit sowieso kein Arsch mehr zu bei den Videos. Also bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.